Oder habe ich mir den schon geholt und ich habe es vergessen? Okay, dann kümmern wir uns halt um die andere Geschichte. Sehe ich sie schon? Nein, ich sehe sie noch nicht. Muss ich halt warten, bis die Sonne wieder untergeht. Was sie jetzt gerade tut. Dann mache ich jetzt einfach das Secret mal. Dum-di-dum-di-dum. Guck mal, ob dadurch der Raum golden wird, weil wenn der Raum golden wird, dann habe ich den Würfel schon. Ja, da oben sind sie ja schon. Wobei das echt schwierig ist, die aufzuschreiben. Vor allem, weil ich nicht weiß, wann sie Pause machen. Weil die roten Punkte da sind ein Bitcode. So, sie haben aufgehört. Sie sind viel zu schnell. Wie mache ich das am blödesten? Es wird schon wieder hell. Mm-mm. Wisst ihr was? So schnell bin ich nicht, um den aufzuschreiben. Da müsste ich, glaube ich, im Sekundentakt Screenshots machen und die auswerten. Sonst geht das viel zu schnell. Deswegen geht es jetzt über den Teleporter zurück zur zum Teleporter Hub und wir begeben uns zum Glockenturm. So. Da ist der Thron. Da ist die Sternwarte, wenn ich richtig gesehen habe. Und da ist der Glockenturm. So. Ups.
Das war ein Satz mit X. So. Das war wieder ein Satz mit X. So. Ups. Da bin ich einfach zu ungeduldig. Falsch. Ups. Warum? Ich finde die Musik bei den Zeiträtseln cool. Ah, ich lerne es heute nicht mehr, oder? Ich habe mir echt mit diesem Projekt viel vorgenommen. So, ich bin oben bei der Uhr gelandet. Und damit mache ich nur das mit den Teleporter. Autsch. Okay, blau ist schon ganz schön nah. Ja, die Zeiger bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Der blaue bewegt sich im, im Halbminutentakt oder im Halbstundentakt besser gesagt. Also jede halbe Stunde, die vergeht, vergeht eine Stunde. Der grüne bewegt sich in Echtzeit und der weiße, der bewegt sich im 7-Tage-Rhythmus. Deswegen muss ich hier jetzt erstmal einen Cut machen. Und die Zeiger richtig einstellen. Also indem ich ja mit meiner Uhrzeit rumspiele. Also mache ich kurz einen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder und müssen wieder nach ganz oben klettern. Und stellen uns hoffentlich dieses Mal geschickter an. Ich glaube, wir haben jetzt ein 5-Minuten-Zeitfenster, um nach oben zu klettern. Ups. Nein, hier war ich richtig. Ich hätte echt gucken sollen, wo der Weg in die Bibliothek ist. Dass ich nicht den ganzen Weg ständig klettern muss.
Also, wie das aussieht, ist der direkt unter uns. Und nein, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. Der blaue Zeiger ist noch nicht so weit fortgeschritten, wie ich es gerne hätte. Also muss ich nochmal beenden. Sorry, aber mal ganz kurz die grüne Tür. Die ist hier. Nicht die grüne Tür. Wie komme ich auf die grüne Tür? So. Also ich denke mal, ich stelle den Zeiger noch mindestens noch eine Stunde vor. Und dann sollte das passen. Also bis gleich wieder. So, nachdem ich jetzt die Uhr einmal für 24 Stunden im Kreis gedreht habe. Autsch. Scheint die Uhrzeit endlich zu stimmen. Warum auch immer. Mal sehen, ob ich auch rechtzeitig ankomme da oben. Jo, da ist ja sogar schon der Rubik's Cube. Hoffentlich bleibt er da jetzt noch lang genug und verschwindet nicht gleich wieder. Hüpf und... Jawohl. Als nächstes ist grün dran. Autsch. Wieso zählt eigentlich das hier nicht als festes Gebiet? Ach so, weil sich das Ding dreht. Au. Ich kann mich da nicht festhalten, das gibt's ja nicht. So, von hier aus dürfte ich den grünen Zeiger sehen. Ich wüsste nur nicht, hier gibt es halt nichts. In die besten Richtung ich mich drehen könnte auch. Heißt beim grünen Zeiger wiederum probieren. Und dann machen wir mit dem grauen Zeiger weiter. Also sehen wir uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Und ich habe gerade schon den schwarzen Cube gesehen, also den blauen, den Anti-Cube. Wow! Flatsch. Ich muss es jetzt nur noch hochschaffen. So. Und dann fehlt nur noch der graue eigentlich. Also ja, da seht ihr. Der Zeiger muss halt wohl in dem Kästchenbereich sein, damit der Cube auftaucht. So, das war grün. Jetzt fehlt nur noch weiß. Der steht perfekt da unten in der Mitte.
Das heißt, ich muss ihn 3,5 Tage vorstellen. Okay. Sollte machbar sein. Also sehen wir uns gleich wieder. Okay, der letzte Würfel ist zu sehen. Dann kassieren wir den doch gleich mal ein. Dann haben wir nämlich auch bei der Uhr alle Würfel. Genau, da ist der letzte Anti-Cube. Ich sage immer Rubik's Cube. Ja. Und damit hat Gomez erfolgreich die Zeit kaputt gemacht. Dafür haben wir aber hier alles gefunden. So, jetzt erst einmal ab durch das Oberlicht. So. Das heißt, wir sind jetzt schon mal die 3 Rubik's Cubes der Uhr weiter. Gut, und jetzt, da wir hier sind, mache ich noch einmal einen Cut, stelle meine Uhr wieder richtig ein und gucke mal nach den Lösungen für das Observatorium. Also bis gleich nochmal. Jo, bin zurück. Observatorium, wäre schon mal richtig. Allerdings gehen wir nicht den Weg, haben wir gelernt. Sondern den Weg über den Thronraum. Also ich habe mal nachgeguckt. Ich war gar nicht mal so falsch mit der Kombination über die Sternzeichen. Ich weiß nur nicht, wo ich mich verhaspelt habe. Anfangen tut man nämlich irgendwo anders. Also irgendwo müssen hier doch die Zahlensymbole sein, die ich zu blöd bin, sie zu sehen. Ja, sehr, ich sehe wirklich hier nirgendwo Zahlensymbole auf diesen Dingern kleben. Und auch auf den Tafeln steht kein Zahlensymbol. Also gebe ich jetzt einfach mal die richtige Kombination ein. Die wäre nämlich links, D, rechts, D, D, springen, springen, rechts. Okay. Die hat nicht gewirkt, deswegen holen wir uns jetzt mal das andere Secret mit dem Bitcode. D, A, A, D, D, A. So, das ist ein Hardcube. Das sind die ultimativen Secrets in diesem Spiel. Was hast du gefunden? Was ist das? Das ist doch... Ja. Aber nein, das Ding gibt's immer noch. Also nochmal. Rechts, D, links, D, D, springen, springen. Hä?
Ich kapier's immer noch nicht. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt nochmal das Ganze. Ich sollte natürlich auch nicht rechts mit links verwechseln. Also, rechts, D, links, D, D, springen, springen. Na also. Und ich, unglaublich. Du hast jeden einzelnen Würfel und Antiwürfel gefunden. Was für ein toller Erfolg. Wenn ich du wäre, ginge ich zurück zum Sternentor. Noch nicht. Wir haben nämlich noch was vor jetzt. Dazu müssen wir erst einmal zurück in unsere Hauptnexus. Und von der Hauptnexus zum Glockenturm. Zum Glück können wir ja netterweise von hier aus direkt in zu einem Teleporter. Ja, das wird heute viel Schneid- und Fitzelarbeit. So. Das ist der falsche. Ich glaube, der hier war's. Zurück in die Nexus zu kommen. Das war... Ja, das war sogar richtig. Also dann zum Lockenturm. Der nicht da ist. Sondern hier. So. Und ich denke mal hier runter. Nein. Hier runter geht's nach dort. Ich muss, glaube ich, irgendwo weiter nach oben. Bin ich aber schon richtig, oder? Ja, bin ich. Nein, von da aus geht's nach da weiter. Also wieder nach unten. Ach, hier. Jetzt bin ich hier mal auf das große Secret gespannt. Ach, der Hardcube. Okay, dann machen wir jetzt den Hardcube fertig. Au. Oder sterben. Beim Versuch. Also das extra Secret. Na gut, einen Hardcube haben wir schon mal. Das habe ich ja mehr oder weniger schon vorweggenommen, dass da ein Hardcube ist im Observatorium. Auch wenn ich jetzt hier geschummelt habe und bei den anderen beiden Hardcubes auch schummeln werde. 5-5 gebe ich offen und ehrlich zu. Und hops. Der nächste ist nämlich hier.
Das hier ist ein ziemlich, ziemlich beknacktes Rätsel. Ups. So, ich muss mich jetzt nämlich erstmal hier wieder... auf dem Ding positionieren. So. Und da muss ich den Code eingeben. Runter, runter. A, D, D, J hoch. Ich stand nicht genau drauf, oder? Zeig mal kurz. Doch, eigentlich müsste ich draufstehen.